Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Bolivarsalis 3 hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Zacko und ich bin ja heute mit im Hauptchannel, wo alle, zumindest alle europäischen Mitspieler sind. Sagt mal alle Hallo. 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 Einen wunderschönen. Jo, weil wir, ich habe heute keinen Assistenten, der mir die Leute herziehen muss, herziehen darf, Entschuldigung. Deswegen bin ich jetzt einfach mit im Hauptkanal. Jetzt müssen alle permanent Rollenspiel machen und aufpassen, was sie sagen. Und wir werden das beobachten. Ja, beim letzten Mal, glaube ich, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ist ja schon eine Woche her, sollte hier wohl, glaube ich, in Afrika irgendein Krieg stattfinden und irgendwo in Asien. Also dann können wir gespannt sein, ob das heute ausbricht. Gibt es denn ansonsten irgendwelche Geschehnisse in Europa? Ich habe ja jetzt hier... Ja, der Hof in Preußen hat einen alten Herrscher, der leider keinen Nachfolger hat. Das ist August Wilhelm I., und sollte August Wilhelm I. ohne Kinder sterben, so war ihm nun ja jemand helfe, wird es einen Erbfolgekrieg geben. Zwischen dem Heiligen Römischen Reich und... Oh ne, jetzt geht's in dem Moment... Och Menno! Da hat sich das Heilige Römische Reich zu früh gefreut. Hedwig von Hohenzollern wurde hier anerkannt. Da hat der König schnell gesagt, ja, bevor es hier den Erbfolgekrieg gibt, akzeptiere ich meine Tochter als Erbfolgerin. Ja, ja. Das ist richtig. Also dachte, wie deine Reintegration ins Reich wäre möglich, aber schade, schade, schade. Eine sehr talentierte Tochter, kann man schon verstehen. Ja, das ist richtig. Dann müsst ihr euch jetzt einen anderen Kriegsgrund suchen. Ich habe ja gehört, hier gegen Großbritannien soll auch ein Krieg stattfinden, stimmt das? Nein, derzeit haben wir keine Ansprüche gefunden, die auf Rechtmäßigkeit von Großbritannien basieren. Aber vielleicht hat der Engländer noch einen Vorschlag. Ich habe gehört, es gibt so spanische Provinzen, die sicher auch unter Reichskontrolle wollen. Das müssen wir drüber nachdenken, aber danke für diese netten Worte. Wir würden gern mit dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches über ein paar Dörfer an der Elbe verhandeln. Nun, dann lasst uns doch einfach mal sprechen. Wir können ziehen uns kurz zurück. Dörfer. Und wir haben natürlich auch den Aufzeichner mitgenommen. Achso. Danke. Damit er diese geheime Aufzeichnung mithört, was die anderen Spieler nicht hören können. Nun, was möchtet ihr, Schweden? Nun, wir haben vor ein paar Jahrzehnten erfolgreich Hamburg verwaltet und mussten uns aufgrund finanzieller Engpässe und Kriegserklärungen seitens Preußen in eure wohlbehütenden Hände zurückgeben. Jetzt würden wir euch gerne anbieten, eine ewige Grenze zwischen unseren Nationen ziehen zu können und Feinde in anderen Himmelsrichtungen zu bekämpfen, statt dass sich deutsche und schwedische Truppen dauernd an der Elbe aufreiben. Nun, was versprecht ihr euch davon und was möchtet ihr genau? Nun, wir würden vorschlagen, dass wir die Elbe als natürlichen Grenzverlauf zwischen Schweden und dem Heiligen Römischen Reich betrachten und euch eine Ablöse für Lauenburg und Hamburg vorschlagen. Was wollt ihr für diese Provinzen uns denn zahlen? Sie hat mein Vater weise ins Reich zurückgeholt. Nun, was wollt ihr dafür geben? Nun, wie ihr wisst, ist das Beste, was Schweden exportieren kann, die schlagkräftigste Armee auf dem Kontinent. Wir haben zwar nicht die Massen, aber qualitativ sind wir unschlagbar. Und, nun, da sagen die Preußen etwas anderes. Die Preußen. Die versuchen euch seit hunderten Jahren um die Finger zu wickeln. Das ist ein lächerlicher Abschaum, in der dort in Preußen lebt. Und sie verstehen überhaupt nichts von Kriegführung. Nun, ihr wollt die Grenze, ihr bietet uns einen langfristigen Frieden an, möchtet dafür Hamburg und Lauenburg haben, bietet uns eure Kampfkraft an. Richtig. Nun gut. Wir bieten euch dies an. Besorgt uns Chaos, Cayenne, Alicorn und Contiene von eurem Verbündeten England und ihr bekommt diese beiden Provinzen, zusätzlich eurem Vertrag.
Oder ihr streitet natürlich mit uns an unserer Seite gegen England. Müsstet ihr eure Bündnis lösen. Nun, aber dann würden wir ja ein langjähriges Bündnis verraten. Aber ihr würdet einen langjährigen Frontverlauf an der Elbe wieder haben. Denkt doch drüber nach, werter Freund. Der Kaiser hat euch dieses schöne Angebot gemacht. Hamburg, die Perle und Lauenburg. Für nur 4 französische Provinzen, die euch sicher nicht interessieren. Tja nun, also Hamburg ist ja keine Perle. Es ist ja gerade mal ein etwas größeres Dorf. Und Möbel werden dort auch nicht produziert. Die sind also technisch gesehen völlig uninteressant für uns. Nun gut. Wie ich es euch sage, denkt darüber nach, das ist unser Gegenangebot an euch. Heißt das dann, dass die schwedische Hauptstadt auch nur ein Dorf ist? Die ist ja nur geringfügig besser ausgebaut. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Also die schwedische Hauptstadt ist natürlich die Perle der Ostsee. Es gibt keine bessere Stadt an der Ostsee als Stockholm. Das muss ich jetzt einfach mal überprüfen. Wir bitten euch da nicht genau hinzugucken, aber ihr könnt uns ruhig vertrauen. Nun, wir möchten den Kaiser darauf hinweisen, dass ein Feind im Osten schlummert, der Städte von euch besetzen möchte, und zwar große Teile eures Kernlandes. Ich denke, da könnt ihr unsere Schlagkraft bestens für gebrauchen. Wen meint ihr? Nun, diese Kamelreiter aus dem Osten wurde uns berichtet. Die Russen? Die Russen wollen nichts von uns. Noch viel. Da gibt es nichts. Es gibt die Griechen. Es gibt da nur die Griechen und die Russen. Weiter ist unser Blick nach Osten nicht gewandert. Im Osten gibt es nichts von Wert. Unser Wissen, bewährter Wert, liegt in den britannischen Landprovinzen. Nun gut, also gegen die Olivenverzehrer aus dem Süden würden wir euch natürlich auch beistehen. Nun, wir sagten euch unser Angebot. Deshalb würde ich nun sagen, wir ziehen uns wieder zurück, oder? Ja, das können wir machen. Wir können ja demnächst nochmal reden. Gehabt euch wohl. Gehabt euch auch wohl. Naja, das war mein Angebot. Interessant, was die mir aufschwatzen möchten, liebe Zuschauer. Er ist jetzt aus dem Channel, ich bin mit dem lieben Zacko alleine. Ist halt die Frage. Schreibt doch mal in die Kommentare, bitte, für mich als Heiliges Römisches Reich, gegen wen ich mich wenden soll. Wie mir das der Russe und der Schwede sagen, ein Feind erblüht im Osten? Oder soll ich doch auf die altbewährten Feinde England, vielleicht jetzt in Kongo, Spanien und Griechenland marschieren? Schreibt uns das mal rein, oder Zacko? Ja, ich finde es ja bemerkenswert, dass sich keiner auch mal offensiv gegen das Heilige Römische Reich traut. Ich meine, Bündnisse habt ihr ja gerade auch nicht. Nö. Das ist schon bemerkenswert, dass sich da keiner zusammenfinden kann, um mal einen Angriff zu starten. Sie haben alle Angst. Ja. Das ist das Problem. Naja, dann schieben wir uns mal wieder zurück, ne? Ja, danke. Hier ist immer noch das ägyptische Standoff. Und lieber euch. Ich bin jetzt wieder hier. Aufnahme ist wieder da. Nun, es ist ja schön und gut, wenn ihr das so seht, aber ich glaube, Schweden hat in der letzten Zeit mehr Ungläubige abgeschlachtet, als Griechenland das in seiner gesamten Geschichte getan hat. Und wann wäre das und wo? Schweden verhandelt gerade mit Griechenland, worüber? Über die Unfähigkeit Griechenlands zu sein. Aber sie sind's doch. Wenn ihr so, wie schon gesagt, wenn ihr so stark seid, kommt ins Mittelmeer und bekämpft uns. Wir werden sehen, wer dann durch. Man braucht nicht über das Mittelmeer gehen, um zu kämpfen. Ich kann auch zu Fuß gehen. Ja. Ein marokkanischer Bote trifft in Griechenland ein. Sehr gerne. Ihr seid hier sogar noch der angenehmste. Wo? Seid gegrüßt. Mein Name ist El Shandi Shahat. Wir haben euch vor 5 Jahren ein Ultimatum gestellt, das heilige Land in den Sunniten wieder zu übergeben. Habt ihr euch entschieden, es freiwillig zu übergeben, oder soll es mit Blut beglichen werden? Wir lehnen ab, da die europäische Gemeinschaft wohl die Opfer anerkennt und glaubt, dass wir die Verteidiger des Heiligen Landes sein können. Was war das? Nun gut. Kommt und holt euch. Und wir wünschen?
Wenn man möge der Dschihad beginnen. Man bringe den Tee, das verspricht spannend zu werden. Der Wazir aus Hormus bekundet sein Interesse an dem marokkanischen Unterfangen und falls es zu einer Schwierigkeit für seine muslimischen Brüder kommen sollte, dass sie schwer verlieren sollten, was wir ja nicht hoffen, werden wir mit vielleicht bezahlten Kriegsfreiwilligen aushelfen können. Wieso muslimisch? Da kämpfen gerade eben auch Anglikaner, wo man sieht, was das für treue Christen sind. Nun ja, da uns der Grieche ja eigentlich nach Griechenland eingeladen hat für einen Kampf, könnten wir jetzt drüber nachdenken. Stimmt, jetzt war... Wir wipen gerade eben eine Armee nach der anderen. Dies ist nicht nötig, das sind schließlich nur Ungebildete, die mit Steinen kämpfen. Das sind Bauern. Nein, Bauern. Nein, Bauern kämpfen besser als sie. Dann sind es vielleicht auch eher Kühe mit Mistgabeln. Ein Gesandter Österreichs trifft in Konstantinopel ein. Selbstverständlich. Werter, nun ja, Herrscher von Griechenland, ich bin Kanzler Fritz Piold von Habsburg. Mein Großvetter Leopold entsendet mich und erwartet einen Tribut für seinen Thronerben und seinen Sohn Karl von Habsburg zu seinem derzeitigen Weihamt. 500 goldene Münzen würden reichen. Dies können wir momentan aufgrund des Krieges nicht bezahlen, aber wir bieten euch dafür an, dass wir eine Konnotieri-Armee in einem vollen Krieg gegen eure Feinde stellen. Das werde ich meinem Kaiser unterrichten. Bedenkt, dass wir noch immer Ansprüche auf die Walachei bestehen. Werte Ungläubige, ist euch nun der Krieg satt nach diesen ersten Grenzgemetzeln? Nicht im geringsten. Die Schlacht mag verloren sein, doch der Krieg ist noch nicht entschieden. Schlachten. Ja, mein Auge hat eine Schlacht leider nicht gesehen. Das war natürlich etwas nachteilhaft. Wir würden gern mit dem kastilischen Verwalter sprechen. Ist er zu gern? Kastilien? Was ist das für ein Land? Ein kleines Land in eurem großen Land. Das haben wir schon aufgelöst, aber für unseren ehemaligen Verbündeten haben wir natürlich Zeit. Das freut uns. Malaysia prügelt sich mit den Indianern, sehe ich hier. Das ist jetzt belastend. Uns wundert's nicht, dass die Geschwindigkeit nicht halten könnt. Ihr seid teils Ungläubige, die... Ja, unsere Internetverbindung ist im Sand stecken geblieben. Das ist natürlich nachteilhaft. Ja, das ist der... Öfter mal abstauben. Das ist der Engpass da beim Suez, da kommt man nicht so schnell durch mit so riesigen Armeen. Ich bin davon überzeugt, würde man das Gebiet um den Suez den Briten übergeben und würde man dort einen Kanal errichten, würde das alles viel schneller gehen. Dieser Kanal ist schon in Planung. Spendet doch etwas Geld dafür. Ach, deswegen ist der pleite. Na, so wie es jetzt gerade aussieht, könnten die Griechen eher diejenigen sein, die den Kanal bauen werden. Ach, wie niedlich. Mutab hat ja eine kleine Flotte. Also vor allem die griechische Artillerie scheint hier gut Truppen zu schreddern. Wird auch entsprechend durch Politiken gefördert noch, die Kampfstärke. Selbstverständlich, die griechische Artillerie ist die beste weltweit. Nun,
die Unterstützung unserer Glaubensbrüder in Hormus wäre jetzt sehr angebracht, selbstverständlich. Wenn wir fragen dürften, wie wollt denn ihr eure Glaubensbrüder in Hormus zu der Front gelangen? Ja, es muss ja nicht diese Front sein. Mobilisiert ihr schon friedliche Händler? Ihr seid ernährend. Ja. Wir bewerfen euch gleich mit Sand. Das tut ihr schon die ganze Zeit in den Schlachten, falls ihr dies bemerkt habt. Wir sind zwar friedliche Händler, aber unterschätzt uns nicht. Wir haben euch viel zu lange überschätzt, als wir euch als ebenbürtigen Rivalen gesehen haben. Wir sind seit einem Monat rivalisiert. Wir meinten Hormus damit. Hormus. Wir sahen euch eigentlich als Freund, aber ihr seid wohl Verräter. Das haben wir aber auch anders von Ungläubigen erwartet. Es war Narren zu glauben, dass ihr anders seid. Oder dass eure Armeen kämpfen können. Es ist vielleicht nicht so vorteilhaft, die ganze Zeit die Truppen zu verheizen. Ne? Kairo wird bald fallen, wenn sich die Afrikaner hier nicht was einfallen lassen. Es ist ja weit und breit hier die größte Stadt. Das hat schon Symbolwirkung, wenn Kairo fällt. Die Hauptstadt der Marokkaner? Nein. 14.000 Kriegsfreiwillige aus Hormus sind auf dem Weg. 14.000? Da stellt ja Moldawien mehr drin. Wir verbitten uns solche Beleidigungen gegen unsere Großrepublik. Na, gibt es noch einen letzten Verzweiflungsangriff, bevor die Mauern Kairos fallen? Noch einmal stürmt, noch einmal. Moment. Ja, falsche Zeit. Und das ist mein Spruch. Hör auf, meine Sprüche zu klauen. Sonst wird er qualvoll, schreiend, von den Resten der Azteken geopfert werden. Marokko, wir bieten euch jetzt einen Frieden an. Nehmt den an oder wir fordern Kairo. Beim nächsten Mal. Wir werden wohl oder übel akzeptieren. Wir wussten doch, dass ihr keine Narren seid. Jetzt muss Griechenland Geld sammeln für den Kanal, was? Wir hatten eh eigentlich vor, den Kanal zu bauen. Wir dachten wohl, dass wir diese Provinzen auf friedlichen Wege erhalten könnten. Tja, der Krieg ging in die Hose, glaube ich, für die Muslime. Und für die Afrikaner. Muss man ja sagen. Sind ja auch Anglikaner dabei. Also Muslime kann man nicht mal sagen. Und Protestanten. Protestanten wer noch? Ja, der Kongo. Achso, Kongo war auch dabei, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nein, ich war nicht dabei, aber mein Land ist im Wohlglauben protestantisch. Ja, aber ich meinte ja den Krieg jetzt. Das war ja Marokko und Mutapa und Hormus. Großbritannien erlässt übrigens ein Edikt zur Tuchqualität
auf dass die gut genug sein muss, damit hier Tücher gehandelt werden dürfen. Aber wie wollt ihr dann eure eigene Marktwirtschaft ankurbeln? Man braucht schon Tücher. Ja, künftig müssen alle Tücher, die auf großbritischen oder verwandten Märkten gehandelt werden, ein gewisses Mindestmaß an Qualität aufweisen. Der Zaren von Russland hat was zu verkünden. Zu lange haben die Reiterhorden der Mandschu Europa geschändet. Daher hat sich Russland zusammen mit Ostasiaten zu einer osteuropäisch-asiatischen Koalition zusammengetan gegen die Mandschu. Wir beglückwünschen euch. Wir würden euch stets unterstützen. Wir müssen vertrieben werden aus Europa. Ja, wir würden gerne mit unseren Feinde der Mandschurei in unserem Bündnis. Der Khan erwartet euch. Der Khan? Ich dachte, ihr habt keine Schiffe. Schiffe? Ach so. Dann, wir ziehen uns in Kriegsbesprechungen zurück. Also ein Buddha auf dem Koller. Ja, dadurch, dass Japan jetzt auch angreift, das könnte ja vielleicht dann die Mandschu inspirieren, in Zukunft dann auch mal Schiffe zu bauen. Für eine Strafexpedition. Oh! Der Kirchenstaat ist ein Vasall von Spanien. Wir würden gerne mit unserem britischen Verbündeten reden. Selbstverfreilich. Ja, Rom ist die größte Stadt der Welt, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig sehe. Oder bietet jemand mehr? 70 ist Rom. Der Vezier aus Hormus zu sprechen. Ja. Im Kaiserzimmer, bitte. Sicher. Wir werden einen Abgesandten auf einem Schiff schicken. Das Heilige Römische Reich vergrößert seine Macht in Afrika. Nutzt die Gelegenheit, dass alle anderen europäischen Mächte mit den Mandschu beschäftigt sind, die relevant sind hier. Europäische Mächte? Oh. Naja, die sozusagen, dass im Moment keine Bedrohung für das Reich stattfindet, dann kannst du deine Truppen in Afrika einsetzen. Ja, das ist auch gar nicht aufgefallen, dass Preußen auch dabei ist. Spielt auch keine Rolle. Wird alles niedergeritten. Ja, vor allem jetzt, wenn die Russen mal offensiv werden müssen, dann müssen sie aus den Wäldern kommen. Das kann interessant werden. Die müssen alle aus den Wäldern kommen. Der Kaiser aus Griechenland verkündet, dass Marokko und Mutapa wohl noch nicht genug kamen und er nun wieder nach Kairo schiebt. Bitte was? Was? Sie greifen unseren Glaubensbruder in Äthiopien an, die von uns garantiert werden. Wenn ich greife niemanden hier an, ja? Ach, wenn ihr genau Mutapa hingesehen habt, dann greife nur ich an. Oh, glaubt ihr, ihr schafft dies alleine? Dies ist aber sehr mutig. Ja, wir schicken nur die Hälfte unserer Armee, das müsste gegen Mutapa reichen. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir verteidigen hier Christen, was tut ihr, wenn wir fragen dürfen? Wir verteidigen auch Christen. Wo ist Äthiopien christlich? Koptisch ist eine christliche Art, die ist sehr nah am Ostkurs glaubt. Ist es nicht. Wie sehen Sie... Doch. Die sind treue Christen und wir werden sie schon immer garantieren und schützen. Das erste Blut wurde hier geopfert und die Mandschu haben sich durchgesetzt. Schweden wird Preußen jetzt zeigen, wie es sich fühlt, von hinten angegriffen zu werden und Preußen den Krieg um seine Kernprovinzen Holstein und Kernansprüche Lübeck zu erklären. Sehr viele blaue Flämmchen hier.
Und Großbritannien macht auch noch mit. Ja, wenn es so viele Kriege sind, sagt Bescheid, wenn ihr irgendwo große Schlachten macht. Auch auf dem Meer, auf dem Land, damit ich das alles mitbekomme. Weil jetzt sind hier doch einiges an Fronten, ne? Kann nicht alles sehen. Die preußische Handelsflotte wurde versenkt. Ah, und meine Uhr sagt auch gerade, dass es Zeit für einen Schnitt ist. Perfekter Cliffhanger, alle sind im Krieg fast. Dann machen wir hier mal einen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.